Hi, my name is Julia Fodea and I am 20 years old. I'm Miss Austria 2014. I think it's very important to support children and people who cannot help themselves. I'm supporting Licht ins Dunkel. I'm supporting Pink Ribbon. But today, I want to talk about four projects which are very important to me. I am a spokesperson for Red Noses Clown Doctors International, and I'm very honored to represent the project Emergency Smile. When I was with the Red Nose Clown Doctors, I had to go to the children and we played with them and made them laugh. I was so happy to see that they can laugh and forget the pain for a few minutes. The second organization I'm supporting is Dancer Against Cancer. At the Dancer Against Cancer prom, stars and starlets try to dance in front of the audience to collect money for the cancer health organization. If they can dance, this is the other question. Wir haben das Video gesehen. Das Video ist in vielen 10.000 Klicks um die Welt gegangen, wo sie über SOS Kinderdorf auch gesprochen hat, über andere Organisationen. Jede große Charity-Aktion hat ein Aushängeschild. Die Volkshilfe hat die Frau des Bundespräsidenten, Margit Fischer. Licht ins Dunkel hat einen Teil der ORF-Moderatoren. Auch im Ausland gibt es jetzt für große Charity-Aktionen schon Gesichter. Und wenn dann das gekrönte, schönste Gesicht mit Herz und Hirn in Österreich zum Beispiel SOS Kinderdorf vertritt, finde ich das schon eine tolle Botschaft. Eine Persönlichkeit wird dann für uns rund und vollendet, wenn sie auch eine soziale Verantwortung zeigt, wenn sie konkret etwas tut und die Öffentlichkeit, die sie ja im Rahmen der Miss Austria-Wahlen genießt, dann nützt, um Gutes zu tun und zu bewirken und Vorbild zu sein. Es ist harte Arbeit. Es schaut immer sehr lustig aus. Man sagt, du gehst eh nur auf Partys, du machst eh nur das. Aber das Netzwerken ist im Hintergrund, weil eine Mail schreiben, es gibt sehr viele Sachen, die Unterstützung brauchen, nützt heutzutage nichts mehr. Man muss die Leute treffen, anreden und am Betteln. Das ist es eigentlich. Wir wollten wirklich was machen, wo jeder hingehen kann, wo jeder sich umschauen kann. Unsere Idee der Mission war es eben, Spendengelder für die Mission SOS Kinderdorf zu sammeln. Es sind ca. 40 Kinder vom SOS Kinderdorf und die werden dort die zwei Indoor-Fußball- und Eishockeyplätze sehen. Für den Workshop Soziale Kompetenz haben unsere Bundeslandmissen folgende Aufgabe bekommen, nämlich für unseren neuen Partner, das SOS Kinderdorf Bildungsprogramm, eigene Projekte zu entwickeln, durchzuführen und zu organisieren und hier ein bisschen Engagement an den Tag zu legen. Und diese Projekte und die Ideen haben sie uns heute präsentiert und die Experten, die in diesen Bereichen heute zu Gast waren, werden jetzt entscheiden, welches Bundesland das Siegerprojekt hat. Und würde die Kärntnerinnen jetzt zu uns bitten, kommt, lasst euch ganz kurz feiern. Ihr euer Projekt hat gewonnen. Ihr wart unglaublich aufgeregt, weiß ich, bei der Präsentation. Jetzt ist es gut ausgegangen und ich glaube, das freut jetzt ganz bis du warst vor allem sehr aufgeregt, gell? Ja, habe ich auch gesagt. Das ist natürlich besonders spannend, dann das eigene Projekt zu präsentieren und da ist man dann noch einmal mehr aufgeregt. Herzlichen Dank und die Spendengelder gehen dann bei der Miss Austria-Wahl an euch. Vielen Dank, liebe Julia, vielen Dank, liebe Yvonne und danke Kärnten! Danke.